Ja, jetzt sind wir bei uns hier in der Airguns-Welt von Umarex. Hier haben wir eine Menge neue Pistolen auf den Markt gebracht und nachher noch eine Langwaffe, ein Gewehr als Highlight. Ich möchte mal anfangen, euch zu zeigen, die Legends Revolver, die wir dieses Jahr auf den Markt bringen. Schön, schönes Design, wirklich sehr erhaben in der Hand. Wir haben die S25, die S40 und die S60, alles gezogene Läufe, also sehr hohe Treffergenauigkeit. Gerade eben bei den längeren Läufen ist die Treffergenauigkeit 1A. Wir haben auch hier verschiedene Ladehülsen wieder mit dabei, die eben auch als Zubehör, als CNC-gefräste Ladehülsen gekauft werden können. Kommen im Kaliber 4,5 mm und können dementsprechend verschossen werden. Auch hier im Bereich Airguns haben wir die Beretta APX als Replika nachgebaut. Auch hier sind wir wieder die Ersten auf dem Markt. Beretta hat sie, wie gesagt, dieses Jahr auf den Markt gebracht. Wir sind jetzt dabei. 4,5 mm Kaliber in BB. Schöner Metallschlitten, liegt super in der Hand, kann man wunderbar nachladen hier mit dem Magazin und kann schön durchspannen, Blowback-Effekt, einmal abziehen und fertig ist die Geschichte. Als weitere Variante haben wir neben der Standard-schwarzen Ausprägung auch die Beretta APX in Metal Grey. Da ist der Schlitten einfach in der Oberflächenbearbeitung anders Metal Grey designt und auch hier Blowback durchschießen, Beretta APX. Eine weitere Neuheit im Bereich der Airguns ist die Colt 1911 Custom, die eben ganz besonders durch ihre Laufkonstruktion auffällt. Wir haben hier einfach Aussparungen einfräsen lassen und designt, sodass man das Innenleben sehen kann. Darüber hinaus ist da sehr schön der Lauf hier in Gold ähnlichen Oberflächenbeschichtungen dargestellt. 4,5 mm mit BB Stahlrundkugeln zu beschießen und auch hier wieder CO2 betrieben mit einer Handballensicherung, sodass ich dann quasi durchziehen kann mit Blowback-Effekt und dann hinten drauf und dann kann dementsprechend das BB geschossen werden. Da muss man ein bisschen mehr drücken, das ist ein Prototyp, na, muss man auch entsichern, dann geht das, so läuft es ab. Weiter im Bereich von Colt haben wir die 1911 Commemorative. Das ist die Besonderheit hierbei, das ist ein bekanntes System, wir haben es ein bisschen optimiert. Und das Schöne ist, das ist eine Limited Edition, wie man hier sehen kann, haben wir genau 1911 Stück davon und haben hier die Nummer 325 einfach numerisch bis von oben von 0 bis 1911 durchnummeriert, sodass wir dann hier auch eine schöne Sammlerwaffe auch anbieten können. Die 1911 Commemorative in der CO2 betriebenen Version. Auch Smith & Wesson ist heute dieses Jahr wieder vertreten mit der Smith & Wesson M&P 40 TS. Das ist eine CO2 betriebene Waffe. Das Tolle hierbei ist, dass sie neben den Standards, die man von eben einer Smith & Wesson Replikawaffe erwarten kann, hier die Möglichkeiten hat, die hinter die Griffschalen auszuwechseln. Einmal die Griffrücken und eben die Seitenplatten können durch Paarhandgriffe gewechselt werden. Wir haben sie da in verschiedenen Größen S, M und L, sodass sie wirklich für jede Handgröße dementsprechend passen. Das ist die Standardvariante in Schwarz. Darüber hinaus haben wir auch eine Sonderversion im FDE-Design. Auch hier sind die Seitenplatten und die Griffstücke, die Griffrücken wieder auszuwechseln in S, M und L. Die sind alle im Lieferumfang enthalten, die verschiedenen Griffschalen. Walter hat sie dieses Jahr auf den Markt gebracht. Wir sind natürlich mit dabei mit der Walter PPS M2. In den USA super eingeschlagen, diese Waffe. Mit ihrem schlanken, kompakten Design, die wir hier anbieten können. Eine CO2-Waffe in 4,5 mm. Und auch hier haben wir wieder uns sehr stark ans Original gehalten. Ein sehr schöner Nachbau mit verschiedenen Belademöglichkeiten. Steel-BBs wird einfach eingeladen. Blowback hat sie auch, durchladen und dann einfach mal durchziehen und fertig ist die Geschichte. Die Walter PPS M2, ganz neu auf dem Markt und wir sind auch im Airgun-Bereich mit dabei. Unsere Langwaffe, die sich hier ein bisschen im Spinn versteckt hat, ist die neue Hämmerli 850 R Magnum Carbine. Eine CO2-betriebene Langwaffe, die wir hergestellt haben in Deutschland. Die ist komplett made in Germany. Einen wunderschönen Holzschaft, der made by Minelli ist. Wurde kombiniert, das ist quasi ein Hybridsystem, das kombiniert wurde aus dem 850 R Magnum System, also hier eine CO2-Kartusche hier oben und eben der schöne Rotex-Schaft, den man aus der Eigenfertigung von Umarex schon kennt. Hat hier oben ein Muzzle Brake drauf,
Das heißt, die kann man abschrauben, kann hier noch den Walter K3 Schalldämpfer nachjustieren, kann man nachkaufen, hat eine schöne Repetierspannung, die man dann eben hier wunderbar durchladen kann, einmal abspannt und dementsprechend dann durchschießen. Hat dann auch hier ein Rotary-Magazin, Treumagazin mit 8 Schuss, Aluminium, hat maximal 7,5 Joule, also optimal für den deutschen Markt geeignet, ist verfügbar ab sofort und ist am Lager bei uns Umarex.